Nämlich, die liebt ihren Kater Findus über alles. Sie hat ihn als ganz kleines, hilfloses Baby gefunden und mit der Flasche aufgezogen. Die Katze wird ein echtes Familienmitglied. Eines Tages kommt Findus nicht nach Haus. Verzweifelt sucht Claire ihren Kater in ganz Weckerhagen. Erfolglos. Dann meldet sich eine Nachbarin. Was sie beobachtet hat, macht nicht nur Katzenbesitzerin Claire völlig fassungslos. Kater Findus musste sterben. Ein Unbekannter fuhr das wehrlose Tier tot, vermutlich absichtlich. Ich war total unfassbar fertig. Ich konnte das gar nicht glauben. Es war sehr unwirklich. Nachbarin Dagmar Dupont aus Weckerhagen sieht abends ein dunkles Auto heranrasen, denkt nicht daran, dass der Kater in Gefahr ist. Doch plötzlich zieht der Fahrer nach links, sagt sie, fährt gezielt über die Katze. Geschockt bin ich heute noch, wenn ich dran denke. Und immer guckt man dahin, man sieht dieses arme Kätzchen da liegen, was im Prinzip nichts dafür kann und so aus dem Leben gerissen wurde. Als Findus nicht nach Hause kommt, macht sich Claire Sorgen, sucht überall nach ihrem Vierbeiner. Als sie in der Nachbarschaft nachfragt, hört sie die dramatische Nachricht. Man baut ein bisschen Hass auf und man kann es nicht verstehen, wie ein Mensch so sein kann und absichtlich einem Tier wehtun kann. Und dann, ja, einfach das überfährt wie Dreck oder wie Müll. Vor 5 Jahren hat Claire den Kater mutterlos gefunden. Sie zieht den untergewichtigen Stubentiger mit der Flasche auf und rettet ihm so das Leben. Es war wirklich ein Familienmitglied, was ganz Besonderes und was auch eine große Lücke hinterlässt, weil es eigentlich nicht wie ein Tier war, sondern eher Charakter richtig hatte und den man dann auch gemerkt hat und der einem dann, ja, der einem im Alltag auf jeden Fall fehlen wird. Noch weiß die 25-Jährige nicht, ob sie je wieder eine Katze haben will. Zu groß ist die Angst, dass der Vierbeiner wieder durch einen Tierhasser sterben könnte. Claire hat den Tod ihres Katers im Internet veröffentlicht. Zahlreiche Tierfreunde sind fassungslos, posten ihre Gedanken. Die junge Frau will wissen, warum Findus überfahren wurde. Ich hoffe, dass sich Zeugen melden oder dass sich der Täter gegebenenfalls auch meldet. Ja, und dass dann natürlich derjenige sich stellt oder gefasst wird und dass man dann ihn zur Rechenschaft ziehen kann und dass er seine gerechte Strafe bekommt. Doch auch wenn der Fahrer gefasst wird, Claire wird ihren Kater Findus nie mehr wiedersehen. Hoffentlich wird der Tierkiller gefunden und bekommt eine gerechte Strafe, das wäre doch was. Wer im Gegensatz zu diesen herzlosen Menschen Tiere liebt, der hilft auch gerne mal einem Vierbeiner. Besonders nötig haben das im Moment zum Beispiel kleine Igel.